insgesamt geht der Trend bei der Immobilie zur Digitalisierung wie überall und damit ist das Thema Krypto im Immobilienbereich auch total angekommen. So wie wenn ich die Kuh gegen den Esel tausche, tausche ich halt Bitcoin gegen Wohnung. Ich habe ein Wallet, ja, netterweise von einem Klienten geschenkt bekommen, mhm, ja, und das Ding ist zu meiner Schande bumm leer. Herzlich willkommen bei Money Talks hier in der Lounge von Ballas Capital. Wir sprechen heute über Kryptowährungen in der Immobilienbranche und ich freue mich sehr, dass wir Christoph Urbanek bei uns zu Gast haben. Servus Christoph. Servus Florian. Das ist eine echte Premiere für uns, weil du bist der erste Gast, der zum zweiten Mal bei einem Money Talks ist und nicht ohne Grund, weil du bringst immer spannende Themen mit, so auch heute das Thema Kryptowährungen in der Immobranche. Und vielleicht gehen wir gleich in Medias Res. Wo findet man heute schon Kryptowährungen in der Immobilienwelt? Ich glaube, das Thema hat sich im Immobilienbereich wirklich bereits etabliert. Am Anfang hat man überlegt, vielleicht mit Kryptowährungen einfach einkaufen zu gehen, zu sagen, also habe ich selber in irgendeiner Art und Weise die Möglichkeit, einfach sozusagen Kaufpreise nicht nur in Euro anzubieten oder in sonstigen Währungen, sondern auch in Kryptowährungen. Also ich glaube, die Überlegung ist ganz klar und das ist jetzt auch juristisch nicht großartig herausfordernd. Vielleicht spannend ist es, wie ist es mit dem Risiko, wenn ich heute eine Liegenschaft kauft, die 300.000 Euro wert ist und meine Kryptos sind heute dreimal so viel wert wie vor 2 Monaten und ich unter Umständen ein extremes Risiko habe, aber das hat mit der Immobilie nichts zu tun. Insgesamt geht der Trend bei der Immobilie zur Digitalisierung wie überall und damit ist das Thema Krypto im Immobilienbereich auch total angekommen. Und ich glaube, man muss ja einfach nur die Frage stellen, wo setze ich das Ganze ein? Also wo siehst du es konkret schon bei Privaten, die sagen, ich verkaufe jetzt meine Wohnung und könnte auch sozusagen das Geld statt Euro in Bitcoin nehmen oder in Token? Oder siehst du es bei Firmen, die irgendwas konstruieren? Ist, glaube ich, auf uns, unsere Ausrichtung, dass wir eher institutionelle Projekte sehen, wahrscheinlich so, dass wir dorthin den Fokus haben. Deswegen mag sein, dass der ein oder andere Private auch schon damit spekuliert. Aber für unsere Projekte, die wir sehen, ist ganz klar das Unternehmen und das Institutionelle im Vordergrund. Der Weg, der dorthin geht, ist ein bisschen die Richtung, dass man sagt, okay, wie sozusagen kann ich ein Produkt anbieten, eine Immobilie, die doch sehr statisch ist. Normal muss ich die anschauen, ich brauche einen Makler, ich brauche einen Anwalt, ich brauche einen Notar, ich brauche ganz viele Leute, ich brauche ganz viel Zeit. Dann muss ich dorthin gehen, dann muss ich vielleicht auch noch, wie gesagt, zu anderen Leuten gehen, ich muss vielleicht auch noch den Steuerberater fragen. Also ich muss 10.000 Leute fragen, das kostet alles irrsinnig viel Zeit. Wie kann ich diesen Prozess vereinfachen? Und da ist das Thema Digitalisierung ein totaler Trend. Einerseits ist es so eben, wie gesagt, das klassische Thema, wo sozusagen kommt die Bezahlung her, also wo kommt das Cash her, dass ich da einzahle und wie bringe ich das ein? Aber die Frage, die sich auch stellen könnte, ist, wie finanziere ich es? Also bis hin sogar zum Thema, wie übertrage ich es vielleicht am Ende des Tages wirklich voll digital? Das ist also die ganze Bandbreite. Das ist immer Thema Blockchain, oder? Dass du den gesamten Prozess der Immobilie in der Blockchain abbildest. Genau, du hast also quasi vor dir einen derzeit relativ klaren Prozess. Wie kaufe ich eine Immobilie? Und du überlegst dir für jeden einzelnen Schritt, beginnend beim Ankauf, beginnend bei der Finanzierung und am Ende auch bei der Eintragung ins Grundbuch, was kann ich davon in die Blockchain bringen und was kann ich davon ins Internet und damit automatisiert umsetzen. Ne? Es gab ja schon, glaube ich, vor 2 Jahren die Tendenz von Firmengründungen auf Token oder Kryptobasis und die haben immer argumentiert, sie haben im Hintergrund Immobilien hinterlegt. Ja? Mhm. Was das jetzt für einen endgültigen Sinn hat, habe ich noch nicht herausgefunden, weil wenn du am Ende des Tages wieder die Immobilie hast, ob das jetzt über Euro läuft oder über US-Dollar oder über einen Token, macht ja wenig Sinn. Ja. Dann haben sie gesagt, sie gehen damit an die Börse. Hast du eine Ahnung, was damit bezweckt werden hätte sollen? Also die ursprüngliche Idee, ich glaube, es gab einmal ein Schweizer Projekt, das sehr früh damit gestartet ist, konnte ich auch nicht nachvollziehen. Ich sage, okay, auf der einen Seite habe ich eben stark schwankende Kryptos, also vor allem, wenn man jetzt an Bitcoin denkt, sieht man im Fernsehen jeden Tag, wie die Schwankungen da sind. Wie will ich die Schwankungen beseitigen? Ich nehme halt irgendeine Unterlegung, die total stabil ist. Und Immobilien wachsen zwar stetig, aber sie wachsen stabil und sie wachsen relativ langsam jetzt im Verhältnis zu anderen Titeln. Und die Idee vom Prinzip her war gut. Ich glaube, die Frage ist, was mache ich dann damit? Also an die Börse bringen ist, glaube ich, jetzt das richtige Thema. Die Frage, die aus meiner Sicht derzeit sich stellt, vor allem auf der Finanzierungsseite, und da gibt es einige Anbieter, die bereits damit beginnen, ist, baue ich mir ein entsprechendes Portfolio an Immobilien auf? Also Bestandshalter. Bestandshalter. Ja. Ich habe ein Bestandsportfolio und dann partizipiere ich an diesem Bestandsportfolio. Und dann habe ich am Ende des Tages jemanden, der am Portfolio partizipiert, kann sich da investieren und verkaufen
Oder ich kann auf der anderen Seite sagen, ich kann stabil jemanden in dieses Investment bringen. Dann habe ich andere Themen beseitigt. Stichwort Negativzinsen, Stichwort verlängerte Haltezeiten für andere Themen. Also ich glaube, da gibt es die unterschiedlichsten Zugänge. Aber derzeit fehlt mir noch vom Konzept her... Dieser rote Faden. Es gibt einige Ansätze. Ich glaube, das, was am meisten Sinn macht, dass ich sage, ich baue mal ein Portfolio auf und biete dieses Portfolio der Masse an. Weil ich als Einzelner kann mir vielleicht keine Eigentumswohnung leisten, die, sagen wir mal, 300.000 Euro kostet. Die halte ich ein paar Jahre und später verkaufe ich sie wieder und mache einen Gewinn. Aber ich will vielleicht trotzdem in Immobilien partizipieren und habe 5.000 Euro zur Verfügung oder 10.000 Euro oder nur 1.000 Euro, vielleicht sogar nur 1.000 Euro. Aber ich will da mitmachen. Da gibt es derzeit relativ wenig am Markt. Im weitesten Sinne sind es eigentlich die Crowdfunding-Produkte, die derzeit diese Investoren abholen. Da ist dann natürlich die Frage, wozu braucht man eine Kryptowährung, ne, wenn man den Kunden anbietet, dass er in Euro einzahlen kann? Ja, wobei auf der anderen Seite, das Interessante ist ja dann vielleicht nicht nur, dass er eben in Krypto einzahlen kann, aber vielleicht, dass er dann über die Blockchain seinen Titel weiterverkaufen kann. Ich glaube, das ist derzeit ein Riesenthema. Ja. Weil wenn ich jetzt so einen Anteil habe, den ich ja wie eine Kryptowährung auch digitalisieren kann, Tokens sind da das Stichwort, wenn ich so einen Token habe, dann kann ich ja den Token vielleicht auch verkaufen. Und das wird sicher ein Trend werden. Das ist etwas, wo viele derzeit in den Startlöchern stehen, zu sagen, sobald ich diese Handelbarkeit habe, sobald ich diese Tokens weitergeben kann und ich darf jemand anderen das anbieten, dann habe ich ja quasi eine Art Wertpapierdepot für Immobilien. Ja. Dann halte ich mein Immobiliendepot, habe ich überall einen Teil an meinen Immobilien und die kann ich traden wie ein klassisches Wertpapierportfolio. Und da glaube ich schon, dass es für die Situation einen Markt gibt, wo es Leute gibt, die sagen, ja, das ist etwas, gerade in der jetzigen Zeit, da investiere ich gern. Halt nicht 300.000 Euro, so viel Geld habe ich nicht, aber ich investiere kleinere Beträge, 5.000 Euro, 10.000 Euro und die sozusagen kann ich freimachen, das Geld habe ich und damit habe ich aber die Möglichkeit auch, wenn ich die Immobilie nicht mehr will, dann verkaufe ich zwar nicht die Immobilie, aber diesen Token, kaufe mir einen anderen Token oder tue irgendwas anderes und habe am Ende des Tages damit eine Möglichkeit, auch bei diesem Thema dabei zu sein. Du hast schon zweimal jetzt erwähnt, nämlich den Token, die Kryptowährung Token. Die ersten Immobilienprojekte waren ja interessanterweise mit dieser Kryptowährung verbunden, also mit dem Token. Es gibt ja sehr viele mittlerweile. Mhm. Ja, der bekannteste Bitcoin, da glauben ja sehr viele Profis und ich schließe mit dieser Meinung an, dass das weniger ein Zahlungsmittel sein wird in Zukunft, der Bitcoin, sondern eine eigene Asset-Klasse. Ja? Die Frage ist jetzt, warum wurden die ersten Immobilienprojekte so auf dieser Token-Welle geritten? Hast du eine Erklärung dafür oder war das ein Zufall? Warum hat man nicht Bitcoin genommen? Ich glaube, man versucht einfach, sich ein bisschen abzukoppeln von dem Thema, weil Bitcoin ein schlechtes Image hat. Im Verhältnis jetzt zum Immobilienthema einfach, was will ich mit Bitcoin erreichen? Ich will über kurze Zeit sehr hohe Wertsteigerungen erreichen und habe damit zwar ein hohes Risiko, aber ich habe ein hohes Potenzial. Mit Immobilien will ich das eigentlich nicht. Mit Immobilien will ich ein stetiges Wachstum haben. Ich will schon eine entsprechende Verzinsung haben. Ich will schon einen Ertrag aus meinem Investment haben, aber ich will das Risiko nicht. Die Investoren, die in Immobilien gehen, sind aus unserer Erfahrung nicht so stark risikobewusst unterwegs, sie sagen, sie wollen dieses Risiko. Und gleichzeitig aber muss man derzeit sagen, das Einzige, was sie derzeit kaufen können, sind Dinge und Produkte, die das nur zum Teil befriedigen. Also Produkte, die unter Umständen eben schon so ähnlich jetzt wie Bitcoin einen Immobilienanteil verbriefen. Und wie gesagt, man könnte auch überlegen zu sagen, einfach man mehr oder weniger reitet darauf weiter. Aber der Markt geht wahrscheinlich noch viel weiter. Am Ende des Tages muss man sich, glaube ich, die Frage stellen, warum kann ich nicht über einen Token, also über einen digitalen Zugang, ein Eigentumsrecht an eine Immobilie entsprechend abbilden. Technisch geht das. Wir haben das jetzt gesehen in anderen Ländern. Gibt es bereits auch Grundbücher, die digitalisiert wurden. Georgien war jetzt eins der ersten Länder, die das gemacht hat. Da kann ich mich im Grundbuch eintragen mit einem entsprechenden Blockchain-Eintrag und dann gehört mir die Immobilie. Das heißt, wir beide könnten hier am Computer sitzen und wäre das österreichische Grundbuch in der Blockchain, könnten wir in der Theorie sofort, heute schon, wenn wir das umsetzen würden, Immobilien im Internet kaufen können. Das wird wahrscheinlich sicher kommen, also die Blockchain eignet sich ja perfekt als Basis für alle möglichen Verträge und sonstige Sachen. Jetzt stellen wir uns aber folgendes Bild vor, viele Immobilienfirmen würden theoretisch jetzt umstellen auf den Token. Mhm. Ja? Und da kommt der Staat her und sagt, das gefällt mir nicht, wir machen den E-Euro. Es gibt dann nur noch den Bitcoin, der ist wie Gold und alle anderen Kryptos werden reguliert. Was machen wir dann?
Die Tendenz ist, glaube ich, durchaus zu sehen. Ja. Also ich habe jetzt vor kurzem wieder Berichte gelesen aus Deutschland. Deutschland ist sehr kritisch. Ich meine, man muss ja auch sagen, wir sagen immer Kryptowährung. In Wahrheit ist das ein Tauschmittel. Also kaufe ich eine Immobilie mit Bitcoin, dann zahle ich nicht mit einer Währung, sondern dann zahle ich mit einem Tauschmittel. So wie wenn ich die Kuh gegen den Esel tausche, tausche ich halt Bitcoin gegen Wohnung oder Immobilie. Und das, glaube ich, muss man sich zuerst einmal verdeutlichen. Bitcoin ist kein reguliertes Zahlungsmittel, wo irgendeine Zentralbank dahinter steht, die auf dieses Zahlungsmittel aufpasst, sondern das ist ein marktfrei durch Angebot und Nachfrage treibendes Thema und Investment. Und das geht rauf und runter, wie sich der Markt halt bewegt und wird nicht reguliert. Also gerade Deutschland, glaube ich, ist da ein klassischer Markt, der da durchaus Tendenzen hat zu sagen, das will ich nicht. Ja. Und ich kann das durchaus sehen, dass es unter Umständen die Tendenz gibt. Schön wäre es, wenn man sagt, man hat trotzdem die Auswahl im Markt, dass ich sagen kann, okay, ich will was Reguliertes, vielleicht auf Kryptobasis, vielleicht digitalisiert, aber das soll eine deutsche Zentralbank, eine EZB, wer auch immer, soll da dahinter stehen und die sollen das entsprechend regulieren. Oder auch in Österreich, die ÖNP soll das checken und die FMA soll entsprechend dieses Unternehmen da reguliert beaufsichtigen. Fein. Aber daneben, aus meiner Sicht, soll es auch dieses Mittel geben. Und ich glaube, da werden wir noch sehr viel sehen, was sich in den nächsten Jahren entwickelt. Aus unserer Sicht, wir beschäftigen uns jetzt schon sicher 3 Jahre relativ intensiv mit dem Thema, ist dieses First-Mover-Thema immer noch total da. Also wir sind jetzt noch nicht total etabliert und alles ist up and running, sondern wir sind durchaus noch sehr am Beginn dieser Entwicklung und haben da viel Weg noch nach vorne. Ja. Die zugrunde liegende Technologie ist ja die Blockchain, das haben wir schon besprochen. Ja. Und das wird in Zukunft ja interessant werden, weil vielleicht gibt es dann keine Verträge mehr vor Bier, oder die irgendwo abgespeichert sind in einem Word-Dokument, sondern wahrscheinlich muss man die Verträge dann hineinprogrammieren in die Blockchain. Ja. Das heißt, es wird dann in Zukunft keine Anwälte geben und keine Investmentbanker, sondern nur noch IT-Spezialisten. Sind alle arbeitslos, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja. Oder wir lassen es umschulen. Aber wie siehst du dieses Thema? Da kommen ja große Herausforderungen auf uns zu. Ich bin völlig bei dir. Das ist, ich glaube, auf meinem ersten Blick haben auch viele gesagt, auch so als Anwalt, warum beschäftigst du damit? Du wirst doch arbeitslos werden, weil das wird ein Computer für dich übernehmen, die Arbeit. Ich glaube, ja, du brauchst diese Technologie. Das macht es ja auch spannend jetzt, weil du musst das Wissen eines Investmentbankers mit dem Wissen eines Anwalts und dann auch noch mit dem Wissen eines IT verknüpfen, sonst funktioniert das nicht. Und dem Immobilienentwickler dann das Produkt genau liefern, das er braucht. Ja. Also da sind jetzt so viele Interessen zu verbinden und so viel Know-how, die aber aus unterschiedlichsten Zweigen kommen. Das ist auch das Spannende. Wir haben jetzt selber, ich habe vor Jahren, bevor ich Anwalt wurde, auch mal als Softwareprogrammierer gearbeitet. Das ist ganz lustig, wenn man jetzt 20 Jahre später wieder das tut, wieder mit IT-Lern zu tun hat, obwohl man selber gelernt hat, die Sprache ist eine andere, so wie auch die Sprache zwischen Bankern und Anwälten nicht immer die gleiche ist. Und sich da zu verstehen, ist gar nicht so unkompliziert. Wichtig ist aber, glaube ich, mittlerweile hat man sich schon ein bisschen gefunden. Also es gibt im Markt bereits Lösungen, die funktionieren und man hat miteinander schon einen gewissen Weg gegangen. Und ich glaube, es funktioniert. Und zur Frage, wird es Anwälte geben oder nicht zu diesem Thema, fürchte ich, muss ich leider sagen, ja, es wird sie leider weitergeben müssen. Gott sei Dank. Ja, ich würde ja sagen, viele andere vielleicht würden das nicht so positiv sehen. Aber irgendjemand muss ja auch diese Struktur hineinprogrammieren, sprich die Logik umsetzen. Und der muss auch die Logik vorgeben. Und die hat nicht nur einen technischen, sondern auch immer noch einen rechtlichen Hintergrund. Und Herr dieses Smart Contracts und dieser Abwicklung wird irgendjemand sein müssen, der auch das rechtliche Know-how einbringt. Genau. Weil was soll die Maschine machen? Die macht ja nur das, was sie mehr oder weniger hineinprogrammiert bekommen hat. Und diese Logik musst du einfach umsetzen. Ne? Jetzt stellen wir uns das Szenario vor, dass die Kryptowährungen, jetzt zum Beispiel auch Bitcoin, nicht als Zahlungsmittel oder sonstige technologische Plattformen genützt werden, sondern als eigene Asset-Klasse. Und wenn es den Menschen bewusst ist, dass diese Asset-Klasse langsam steigt und einen Wert hat wie Gold, könnte es dann auch irgendwann einmal sein, dass die Leute beginnen, aus den Immobilieninvestments rauszugehen und sagen, ich kaufe jetzt kein Zinshaus, ich lege mein Geld an in Bitcoin, weil das ist eine eigene und viel bessere Asset-Klasse. Glaubst du, das ist ein Szenario einmal möglich? Ich glaube, die ein oder anderen tun das bereits. Also vor allem, wenn du mit Immobilieninvestoren sprichst, dann und den fragst so, was hast du gekauft, dann hat der sein Zinshaus in Wien und dann hat der vielleicht die ein oder andere Beteiligung an irgendeiner Immobiliengesellschaft und betreut 10 Startups, aber er hat auch sein Bitcoin-Portfolio oder einfach seine Kryptowährung. Und das sieht, glaube ich, gerade jemand, der auf der Investmentseite ist, durchaus auch bereits das Investment. Ich glaube, die breite Bevölkerung hat sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt, weil Bitcoin doch eher in den Köpfen zumindest ein Zahlungsmittel ist, weil ich es einsetzen kann oder auch andere Kryptowährungen einsetzen kann, auch für den Bezahlweg.
ich sehe das immer wieder, man kann ja die unterschiedlichen Sachen jetzt mit Kryptowährungen kaufen. Aber ich bin völlig bei dir, wenn ich sage, das ist etwas, das ist ein Asset und Bitcoin ist wahrscheinlich genauso ein Asset und jedes andere Kryptowährung auch, dann kann ich das genauso in mein Wallet nehmen und das halten wie einen Token an einer Immobilie. Also das ist dann vielleicht eine andere Risikoposition, die ich da eingehe. Ja? Aber ich muss eh diversifizieren, also brauche ich wahrscheinlich auch so etwas. Interessant wäre, wie sich jetzt das Thema weiterentwickelt, vor allem wie stark jetzt die EU und auch international, vor allem auch die USA hier eingreifen werden. Die USA wahrscheinlich sind die am wenigsten da jetzt eingreifen werden, aber wir in unserem Markt müssen uns, glaube ich, schon Sorgen machen. Andere würden sagen, Gott sei Dank, dass das kommt, ja. Aber dass hier Regularien auf uns zukommen und dass das Thema unter Umständen einer gewissen Beschränkung einfach verordneterweise passiert, man derzeit wird ja viel verordnet, aber auch das könnte uns passieren, könnte der Asset-Klasse unter Umständen noch Probleme machen, weil wenn ich es nicht mehr machen darf und wenn ich diese Angebot- und Nachfragesituation bedeutet, genau, warum soll ich es dann tun? Also dann ist es halt wirklich nur ein digitaler Euro und dann ist Fahrt. Weil dann ist es halt wirklich nur das, was offenbar manche wollen, ein digitalisierter Coin und einfach ein Zahlungsmittel, ein reguliertes, das voll digitalisiert läuft. Ja, wenn wir das wollen und es gibt gewisse Tendenzen, die das gehen, dann okay, aber dann wird dieses Thema, das du ansprichst, wahrscheinlich nicht funktionieren. Dann wird es keine Asset-Klasse sein, sondern wird es wirklich zum Zahlungsmittel mutieren. Ne? Was mich jetzt noch interessieren würde, Christoph, hast du selbst auch Bitcoins oder Token oder irgendwelche Kryptowährungen? Hast du ein Wallet? Ich habe ein Wallet, ja. Netterweise von einem Klienten geschenkt bekommen. Mhm. Ja. Und das Ding ist zu meiner Schande bumm leer, weil ich immer wieder mir sage, so jetzt wäre die richtige Zeit, um das oder das zu kaufen. Und das ist so ein bisschen das Leiden des Beraters, der weiß es zwar immer irrsinnig gut für die anderen, aber für sich selber irgendwie kümmert er sich zu wenig. Und es steht auf meiner To-Do-Liste, ein Investment zu tätigen. Derzeit ist halt schwierig, jetzt gerade in Bitcoins zu gehen, weil wenn man sich den Kurs anschaut, ist es halt ein All-Time-High. Ja. Wobei es gerade wieder ein bisschen gesunken ist, aber wir sollten vielleicht nach diesem Interview einen Drink nehmen und ein Investment starten, oder? Ja. Überhaupt, ich habe bei 20.000 Euro noch gesagt, okay, jetzt eigentlich kaufen wäre blöd, hast du immer noch Gewinn gemacht. Also bin völlig bei dir, ja, der Weg nach oben kann unendlich sein. Und ich habe mir vor kurzem mal angeschaut, wir waren ja heuer auch schon bei einem Sechstel des Betrages oder des Wertes, das Bitcoin derzeit hat. Also glaube ich schon unglaublich, das reizt natürlich auch irrsinnig. Und wenn man da mittun mag, ich nehme ich das selber nicht aus, ja, dann sollte man das tun. Und in Wahrheit gehört das ein bisschen zum Risikoportfolio dazu. Das ist vielleicht das obere Ende, aber das gehört irgendwie dazu. Und wenn du so willst, irgendwie so ein bisschen der Neujahrsvorsatz lautet, sich selber auch ein bisschen mehr in diese Themen hineinzubringen. Weil alles, was man selber ausprobiert, hat einen ganz anderen Zugang als Dinge, die man vielleicht nur aus dritter Hand bekommt. Sehr gut. Christoph, vielen Dank für dieses nette Gespräch. Ja. Danke, Florian. Ich wünsche dir alles Gute. Und vielleicht stimmt ja der Spruch, alle guten Dinge sind drei, weil jetzt warst du zweimal hier und vielleicht kommst du sicher wieder mal mit einem spannenden Thema ein drittes Mal. Würde mich sehr freuen. Alles Gute. Danke dir auch. Liebe Zuseher, auch 2021 erwarten Sie viele neue, interessante Money Talks mit spannenden Persönlichkeiten. Belohnen Sie bitte unsere Arbeit und unseren Einsatz mit einem Like. Ich persönlich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse und fürs Zusehen.